Soll ich es nochmal machen? Alles klar. Hi, ich bin Theresa Brückner, ich bin 33 Jahre alt und wohne in Berlin und ich arbeite im Bereich Social Media. Ich bin Pfarrerin und arbeite hier im Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg und das bedeutet, ich mache hier ganz normale Gottesdienste und andererseits nennt sich meine Pfarrstelle aber auch Pfarrerin für Kirche im digitalen Raum. Mein Schwerpunkt ist Instagram und YouTube und dort erzähle ich über meinen Alltag. Einerseits als Pfarrerin, was ich hier so mache, andererseits ganz normale Dinge und andererseits auch, wie es so ist mit einem dreijährigen Kind und einem Familienleben und wie man das mit dem Beruf irgendwie zusammenbekommt. Es kommen manchmal Leute zum Gottesdienst, die dann über Instagram gesehen haben, ich habe Gottesdienst und die gucken sich das dann an. Und es ist schon ganz witzig und man erkennt es aber immer ganz gut, weil man die Leute dann ja vorher noch nie gesehen hat und ich spreche die dann oftmals an. Das passiert und das ist irgendwie echt verrückt, aber irgendwie auch sehr schön. Ich zeige euch mal ein bisschen, wie mein Alltag hier aussieht und was ich so mache, wenn ich was für YouTube oder Instagram vorbereite. Okay, ich zeige euch mal ein bisschen mein Equipment. Also mein wichtigster Gegenstand ist definitiv mein Handy, weil ich damit zur Not Videos mache, Fotos mache, egal wie. Ich finde, gerade ein Smartphone heutzutage ist dafür einfach perfekt. Ich habe eine Kamera bisher und noch nicht mehr. Und zwar eine DJI Osmo Pocket, die wirklich ganz cool ist. Mein Kind lacht immer laut, wenn ich die anschalte, weil es so ein bisschen aussieht wie so ein kleiner Roboter. Und die ist halt wirklich... wirklich ganz perfekt. So, jetzt findest du dich. Warte mal. Und die ist halt wirklich ganz perfekt, weil sie klein ist und handlich. Ich wurde schon ein paar Mal gefragt, ob das eine E-Zigarette sei, wenn ich unterwegs mit der Kamera war. Und gerade wenn man irgendwie hier in Berlin ein bisschen filmt unterwegs, dann ist es eine ganz coole Sache, an dieser Stelle irgendwie so eine kleine Kamera zu haben und nicht mit so einer riesen Kamera durch die Gegend zu laufen. Also ich glaube, Jesus hatte wirklich große Freude an Social Media, weil es darum geht, eine Botschaft in die Welt hinauszutragen. Und das hat er eben damals auf seine Art und Weise gemacht und wir machen das eben heute für die Kirche auf unsere Art und Weise über Social Media. Heute Morgen zum Beispiel saß ich in der U-Bahn und da saßen mir gegenüber vier völlig verschiedene Frauen, die alle gleichzeitig ganz, ganz toll waren. Und ich habe gedacht, das wäre mal wieder eine gute Möglichkeit. Das hat mich inspiriert dazu, einen Beitrag zu machen, wo es darum geht, dass man eben so vielfältig und verschieden ist und dass es nicht das eine klassische Menschen- oder auch Frauenbild gibt, sondern dass man eben zeigen kann, dass wir alle so unterschiedlich sind. Und darüber muss man viel mehr sprechen, weil ich finde, gerade in der Werbung wird das immer doch nochmal sehr vereinfacht. Ja, wir haben ja draußen die Regenbogenfahne jetzt wirklich neu auf unserem Campus hier und ich habe das noch nicht in meiner Instagram-Story vorgestellt und habe gedacht, das können wir jetzt einmal zusammen machen, dann nehme ich euch mal mit. Hallo, ich wollte euch mal noch was zeigen, was auf unserem Campus hier angezogen ist, während ich im Urlaub war und worüber ich mich sehr, sehr freue. Und zwar gibt es ganz neu bei uns die Regenbogenfahne neben unserer Kirchenkreisfahne. Und es geht darum, dass wir an dieser Stelle zeigen, wir sind als Kirchenkreis und eben auch als evangelische Kirche bunt und vielfältig. Und deshalb hängt hier jetzt auch offen und sichtbar diese Regenbogenfahne als Zeichen für Vielfalt und Toleranz. Theresa liebt, dieser Name ist entstanden dadurch, dass ich irgendwann gedacht habe, ich poste hier vor allem Dinge, die ich wirklich liebe. Und mittlerweile finde ich, passt es total, weil ich finde gerade für den Glauben und für Gott ist für mich der Ausdruck Liebe was ganz Wichtiges. Und wenn wir darüber sprechen, dass wir als Christinnen und Christen in Liebe miteinander umgehen sollten. Kirche müsste heute viel offener dafür sein, dass sich die Dinge ändern und nicht festhalten an dem, was schon immer so war. Die Fehlertoleranz dürfte viel höher sein, dass man einfach mal Dinge ausprobiert und guckt und wenn sie nicht klappen, dann probiert man wieder was Neues aus und guckt einfach, wie sich Kirche weiterentwickeln darf.